Der Wallenstädtner Festnachtsumzug zum Zug 2020. Einer der letzten, der vor der Corona-Absage überhaupt noch möglich war. Aber die Fasnacht ist trotz dieser Corona-Schutzbestimmungen und der fast Unmöglichkeit von einer richtigen Durchführung der Fasnacht in den Köpfen geblieben. Ganz tief in den Herzen. Da steckt unglaublich viel Herzblut, Engagement und auch viel Können dahinter. Wenn nämlich der Städtner Umzug vom See her Richtung Bahnhof startet, dann haben die Wagenbaugruppen schon tausende von Stunden geschafft. Wallenstadt ist schweizweit, wenn nicht weltweit, das Wagenbau-Mekka. Wir haben 9 Baugruppen begleitet, so gut wie es halt möglich war bei diesem Engagement, Tag und Nacht, der Wochenende und wenn es immer halt gerade einmal gegangen ist, am Schluss dann ohnehin. Und wir haben das Beste gegeben, um halt Impressionen einzufangen. Wir können lange nicht alles zeigen, aber Ausschnitte davon einmal ganz sicher. An unserem Tag 2 sind wir dann zum KCC, zu den Gügeln und hier im Bild zu den Neuen gegangen. Ja. Und die Neuen, die haben mit Sturmschäden zu kämpfen gehabt, bei ihrem London-Bus. Interessant, dass sie das wieder aufgestellt haben. Steffi, bist du bereit? Ja. Nicht zu nahe, kann sie hören. So, Steffi, was meinst du noch im Sturm? Die Fasnacht verschieben? Ja, nein. Nicht? Nein, Zeit bis genug. Nicht so motivierend, aber gut. Aber ist schon verrückt. Da baut man, kommt ein Sturm, dann haut das alles zusammen. Ja, ja, das haben wir natürlich schon mehr gehabt. Ja. Aber da gibt man nicht auf. Nein. Was meinst du, was liegt euch das? Weißt du, alles steht, der baut immer so aufwendige Wege, dann geht man zum Umzug, dann bis Mitternacht am Nachmittag wird abgeräumt. Ja, das ist stolz. Fasnacht, Wallenstadt. Das ist ein schöner Brauch. Das ist schön, wenn man quasi dann auch selber dabei sein kann. Ja, natürlich. Und vor allem sieht man unsere Wege noch hier. Wir gehen ja keine anderen Fasnachtsumzüge. Und darum haben wir auch immer so viele Zuschauer. Weil die Leute wissen, da haben wir schöne Wege. Ein hoher Einsatz. Und da können immer alle, ja? Ja, es können schon immer wirklich viel. Wir haben gut besuchten Wagenbau eigentlich. Das sind, habe ich gezählt, fast über 200 Leute, die da dran sind. Ja. Schon der Turnverein allein hat 80 und dann nachher... Hoppla, jetzt musst du dich konzentrieren, Entschuldigung. Hä? Du Gott, Steffi, kannst du mal anzünden. Jetzt. Gut. Gut, jetzt du bist natürlich Spezialist, gell? Aber das sind wahrscheinlich nicht alle Spezialisten, Handwerker, oder? Nein, es sind schon nicht alle. Ja. Aber das sind dafür gute Maler. Aha, das ist auch wichtig, ja. Ich kann dafür überhaupt nicht malen. Oh, ich auch nicht. Wenn ich mal einen Quadratmeter geschafft habe, leer am Schluss noch den Kübel aus. Ja, ich kann überhaupt nicht malen. Ich auch nicht. Aber die haben wir ja zugeschnitten. Ja. Log da sind die Hunderschrauben, die Leiter müssen. Das ist nicht irgendwo hinten. Das sind sicher 2 Leiter. Aber die haben jetzt alle da drauf gedrückt, oder? Was ist der Plan? Bist du jemanden geholt? Ja. Hey, was gibt denn das? Ein London-Bus? Oder was gibt das? Genau. Das ist ganz cool. Ist gut. Ah jo, nein, ich bin nur der da nicht. Aber du voll rein zu. Hast du voll warm? Ja, gut, das ist nicht schlecht. Wir sind immer gleich, bis für mich. Ja. Gut. Ja, mach doch 95. Eine lange ist es schon. Nein, etwa 93.
Halt's wieder im Griff, Christoph? Ja. Hä? Lauf! Der Lauf. Sturm? Sturm sind wir jetzt am Flicken. Am Schluss gibt es. Begrenzung sind wir jetzt am Machen. Am Schluss gibt es den Cherlach, den Doppelbus, oder was? Ja, genau. Genau bis zum Schluss. Ja, das vorderst noch ein. Hast du sie? Aber da hat es einen Haufen Handwerker dabei, ja, gell? Ja, schon. Ja. Hat einen Haufen, ja. Aber es braucht auch Maler braucht es auch. Maler, gell? Die ein bisschen zu feiner Händchen haben. Und Stromer, hä? Die Stromer sind dann schon eher die Handwerker als Maler. Eben. Das bringst du zwei nicht mehr da. Da kommt eine hohe Nähe her. Ein bisschen quackeln ist immer gut. Ein bisschen quackeln, ja, ja. Ich zu dir hinter, oder? Wenn wir jetzt so drüber. Ja. Ja, ja, ja. Weißt du, aber so drüber muss ich mich hauen, oder? Ja. Das Abteil ist ja hier vorne oben. Und dann ablegen. Dann muss ich einfach so rein. Aber das ist nicht so. Das ist so geil.
Ja. Mystisch. Sonst ja. Jetzt probieren wir mal, Steffi. Das ist aber steil genug, hä? Ja, du kannst Kranführer machen. Ich bin Kranführer. Ja, aber gell? Ja, ja. Fährst du mehr verdienen wieder als Unternehmer? Ja, so bist du noch schnell müde. Und muss weniger brauchen. Jetzt geht der Akkula. Schnell der Akkula wechseln. Männer aus Singen und Malen. Noch nie gesehen. Das sind meistens sind wir Frauen. Ja. Sind wir auch ab und zu an der Fasnacht. Ja, ja. Und dann noch gut aussehen. Gell noch? Ja. Ja, so unter mit beiden. Wie wenn du einen Tabler hast zum Kochen. Kannst du noch ein bisschen Wasser holen? Selbstverständlich. Ganz wenig. Das ist schon ein bisschen mehr, oder? Warum heissen denn ihr recht die Neuen? Dort mal, wo wir uns gegründet haben, ich glaube 1992, hat es ja schon etliche Gruppen gehabt, die einen Namen hatten. Und wir haben dann gedacht, ja, wir sind jetzt die Neuen, oder? Weil ja, ja. Es hat ja keine andere Gruppe gegeben in sieben Jahren, die neu war. Und darum sind wir die Neuen. Aha. Jetzt. Ja. Super, hä? Mittlerweile sind wir. Das ist das 27. oder das 28. Jahr, wo wir mitmachen am Umzug. Gell? Und immer noch die Neuen, oder? Aber ich kann immer wieder Neue nach, hä? Langsam wird der Name populär, oder? Ja. Warum machen denn ihr mit? Warum? Ja, schon immer Fasnächtler gewesen. Ja. Ich glaube, Stadt, man gehört das ein Witz dazu, ja, das oder? Das ist ja so. Ja. Genau. Und ja. Erstaunlich ist, machen viele Junge auch mit. Junge, ältere Frauen, Wahlen, von Fahrbild. Ja, es macht alles mit, wirklich, was von Wallenstadt kommt. Aber das macht es auch lässig, das Ganze. Echo geht wieder, hä? Ja, wir rufen. Du bist schon lange bei den Neuen? Ich bin schon seit Anfang an dabei, ja. Genau. 92 Neuen? Genau, also 93 haben wir angefangen. Ja, genau. Und dann gibt es immer wieder Neue, gell? Ja, das sind die Jüngeren. Warum machst du es so mit? Warum? Ja. Ja, keine Ahnung. Nichts anderes zu tun, gell? Ja, die Kollegen haben jetzt mal mitgemacht und ich dachte, wieso nicht? Ja. Und wir haben ein Jahr mitgemacht und es sind geile Sachen. Darum bin ich immer noch da und es macht mir Spass. Es geht auch ohne Frauen. Wie? Es geht auch ohne Frauen. Ja, sicher, ja. Gell, Frauen haben keine dabei. Nein, Frauen sind keine dabei, nein. Da wäre noch etwas. Aber gell, die Neuen haben keine Frauen verwaltet, oder? Nein, haben wir eigentlich nicht. Wobei, wir haben einmal gehabt. Irgendwo vor vielen Jahren sind sie mal dabei gewesen. Und dann, ja. Was ist da passiert? Ja, eigentlich nichts. Irgendwie haben sie wahrscheinlich nicht mehr wollen mit uns. Nachher machen wir oben dran das Gleiche. Dann können wir noch ein bisschen runterlassen, dann machen wir oben das Gleiche. Das ist ein Stichsäge, oder? Hier, Säge geht ohne Brille, hä? Hier schon. Ja. Gut, dann jetzt machen wir oben das Gleiche, dann lassen wir ein bisschen runter. So weit du kannst. Und jetzt braucht ihr schon eine Lesebrille.
Es läuft ja Laser drüber. Oh. Ah, schau jetzt. Schau jetzt. Jetzt sehe ich daneben etwas. Genau, 2,0. Und das ist fast, da würde es mir fast elend. Ja, das ist gleich. Ah, das ist perfekt. Ja, ich bin froh, sie haben mir Gläserbrille müssen geben, weil das Können, das die da unter Beweis gestellt haben, ja, das hätte ich nie gehabt, aber die Brille, die habe ich können geben. Ja, das war jetzt bei den Neuen gewesen. Morgen haben wir einen Wechsel gemacht zum Kletterclub, zu der KCC, die sind am Abend unterwegs gewesen, es ist um Elektromobil gegangen und dann haben sie gerade mal das Gerüst rein tun. Also, man war überall noch ein bisschen im Bereich Gerüst gewesen, aber nicht so wie die Neuen, haben sie etwas müssen flicken. Nein, das Gerüst hat jetzt hier mal gekippt und wir haben dann über die Schulter geschaut und gelesen, all die Diskussionen interessant. Ja, das kommt für mich drauf an. Also. Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn? Gut. Kannst du wohl einen Film machen? Da? Hat man eins auf jeder Seite. Ja, gut. Sehr gut. Das Palett, das die Ware drin ist, so mechanische Sachen. Ist das unten? Ist jetzt wieder unten? Das war ja mal oben gewesen, weißt du? Wo es eben alles etwas lagern hat. Schon da? Still? Ja, gut. Figo, ich komme gleich hin. Ah. Dann ist es gut, ja. Wir sind schon fast fertig, hä? Ja, nur vom Plan. Weißt du, ich muss mal schauen, was man alles dort brauchen kann. Und den Rest muss ich dann noch machen. Gut. Machen oder kaufen oder was auch immer. Bist du eine Krankenschwester? Gut. Zahnarztgehilfin, Arztgehilfin? Ja, das bringt es wieder weg, glaube ich. Jawohl. Das ist nur nicht alles. Das ist nur meine Halterung, wo du dir eigentlich deine Blätterverschere machen. 7 Meter. Nein, nur noch 1 Meter. Eben. Das gibt auch 3,60 Meter im Umfang. Nein, im Rot- ja, das ist ja da, oder? Ja, das ist dort etwa 1 Meter. Zeig mal den Uhr. Wie geht es denn mit dem Uhrzeigersinn hier? Das hier. Aha. Das ist der Uhrzeigersinn. So. Aha. Warum ist es das wichtig? Das ist wichtig wegen der Konstruktion von meinem mechanischen Antrieb. Aha. Das ist wichtig. So, so, und dann machen wir das Gegenstück, so und so. Und das verjüngt sich dann ein bisschen, oder? Also das hat jetzt hier, das hat jetzt hier 5, ja, da haben wir 25 und da hinten noch 1,80 Meter, gehen wir dann ein bisschen schmäler. Da. Ja, eben. Dass es ein bisschen aussieht, weißt du? Ja. Aber da habe ich eigentlich dann nicht reinholen, oder? Aber ich tue nicht dann anpassen an die. Dass man sehr irgendwie einfach anschrauben, oder? Ja, ja. Die Grundplatte, oder? Irgendwie. Und das ist Blech? Ja, das machen wir aus Aluminium oder so. Das braucht ja nur Streifen. Das brauche ich auch das Tablablech, oder? Also ich habe jetzt eben eigentlich so schon in die Gehrung, hätte ich schon gedacht, aber das muss ich ja nicht. Dann kann ich bis hierher fahren, dann kann ich einen geraden Schnitt machen, oder? Ja, dann kannst du es da. Hier dran steht, ja. Da drauf oder anschrauben, oder? Ja, das ist das kleinste Problem. Ja, eben. Das ist schon gut, oder? Das ist dann das, was auf die Welle kommt und da stiftet er, oder? Eben, dann ist das heute Morgen für mich kein Thema. Nein, das muss ich auch noch machen. Lager habe ich schon etwas da, oder? Habe ich schon wohl da. In der Endphase, hä? Was ich dann noch muss wissen? Da mit dem Wasserrad, oder? Mit dem Velo, oder? Da wollen sie ja mit dem Veloantrieb machen, oder? Ja. Da muss eben auch eine Welle durch, oder? Und dann das Velo. Das wäre dann eben ein Städterrad, oder? Aber das ist ein Städterrad von der Velokette, oder? Der muss dann recht lang sein, oder? Ja. Eigentlich, oder? Ja. Weißt du, wenn du das Velo davor oder wie auch immer herstellst, oder? Dann muss das gebunden sein. Ja,
Aber auf der anderen Seite, wenn man dann den Wasserrad, wenn man sich vielleicht normal in ein Ding nimmt, in eine Welle, dass es gut laufen kann, wenn man dem Alpen den Schub gibt, dann meinst du, läuft es nicht. Eben, das ist gelagert, da sind muss, eigentlich muss drei Lager da. Muss es denn jetzt mit dem Antrieb vom Velo sein? Ja, das muss man dann machen. Das ist mein Gott, das ist eine Ruhe, wenn es da drin liegt. Aber sonst ist es ja dann schon recht ein Aufwand, oder? Ja. Das ist ja hochkompliziert, das ist ein heller Wahnsinn. Nein, nein. So kompliziert ist das nicht. Bist du auch Ingenieur? Nein, ja, ich denke. Aber das sind ja Prototypen, hä? Das sind alles Prototypen, jedes Jahr, oder? Ja, Wahnsinn, du. Es macht Spass in dem Fall, hä? Jedes Jahr etwas Neues. Das macht Spass, auf jeden Fall. Ja. Aber ein Riesenkampf, hä? Nein, ist schön, wir haben den Plausch, oder? Und nachher 2-3 Stunden zum Umzug und das war's. Umzug und am Montag wird das alles wieder abgebrochen und versorgt. Was gibt es denn am Schluss da? Was ist die Idee, die dahinter steckt? Die Idee ist, das Motto ist Elektromobil, weißt du? Aha, ja, ja. Und das ist natürlich dann da mit den verschiedenen möglichen grünen Stromherstellungen. Aha. Mit Wasser oder mit Luft. Eben darum haben wir das Wasserrad. Ja, genau. Das Wasserrad und Wir sind jetzt auf Bach gekommen. Wegen dem Berschler Bach, oder wieso? Nein, das ist... Einfach so. Das tun wir jedes Jahr so zusammenstellen, ja, oder? Ja. Aber sehr zusammen. Aktuell, gell? Das ist aktuell, ja. Und wer hat denn das gezeichnet? Das da? Das macht der Lini. Aha. Er ganz hinten dort. Aha. Er hat immer wieder Pläne. Was machst du denn du? Wenn kein Fasnacht ist, ist das langweilig? Ferie. Nein, nein, langweilig nicht, aber... Aber wie kannst du es so Plätzeiten? Ist das ein Beruf von dir? He? Ja, Schreiner. Schreiner, ja, schon, schon, aber... eigene Schreinerei. Ja, schon, selbst ja. Schon, aber das sind die Pläne. Noch mal einen Zacken drauf, he? Ja, Zacken. Man gibt das Beste damals, oder? Wahnsinnig, du, he? Und stellst die Schreinerei ja hier zur Verfügung, die eigene, gell? Ja, das tun wir da. Die Frau und ich machen, ja, stellen das einfach zur Verfügung. Ja. Ja. Man muss ja etwas dazu beitragen, dass, ja. Wahnsinn. Das gut läuft. Jetzt mal mischen und schauen, ob alle Autos vorne auch gleich ist. Der Bildschirm ist ein bisschen der Chef, wir zwei. Vom Design, oder? Aha, ja. Und darum müssen wir miteinander absprechen, dass wir die richtige Farbe mischen und auch den Leuten die Arbeit geben. Aha. Wenn wir ein bisschen absprechen, wer was denn machen will oder soll. Aber jetzt machst du das Graveur in den Finger kaputt. Hast du keinen Finger mehr für die Viehjahre? Jawohl. Meinst du? Jawohl. Ich arbeite auch im Garten. Also von denen. Warte, nimm es. Oh, auf die Ecke ist nicht gut. Ja, dann nehmen wir es rein. Der Moldo geht gerade. Ja, wieder gerade. Aber nicht so hoch. Ja. So, wie, schade, dass man ein bisschen spitzt. Hast du einen Riesentuch? Ich habe gerne keine Turken. Könntest du rausnehmen? Ja, ist ja. Wie weit hinten bitte da? Hier vorne drauf, oder? Also. Geh ich mal noch schnell ein bisschen rüber, weil die Kantenstufe vor. Weisst du? Dann können wir sie dann abhauen, dann können wir sie nicht abhauen, oder? Wir müssen das sparen, wenn wir jetzt mit dieser dicken Platte arbeiten. Weisst du, das überbrückt den Schutz. Dann Peter, wenn wir eben nachher. Jetzt mal schon da. So können wir sie anmachen, oder? Ja, ja. Ja. Nein, du willst den auch. Ja, was machen wir denn? Fischst du den Hammer? Da will ich gerade mal ab.
Dann füllen wir an. Nachher so. Hochkant. Ja, ja, sicher. Sehen wir denn da? Hätten wir ja vor allem nur. Ja. Ich habe keine zwischen den Mitte. Ja. Überfüllen wir noch nicht. Ich denke, wir müssen da. Dann müssen wir jetzt aber hin. Was denn du da noch eine so schön? Ja, mach jetzt wieder die Zeit auf. Muss gerade und aufmessen. Okay, du, wenn ihr als Handwerker dabei wärt, werdet ihr aufgeschmissen, he? Ja, ja, das. Aber bist du auch Maurer, oder was? Spengler. Spengler, heule. Ja, ja. Genau. Neben er ist Maurer, gell? Ja. Und dann spielt das nicht so eine Rolle jetzt mit Holz? Nein, nein. Spengler bist. Wenn wir das schon bald 30 Jahre machen, wir jetzt das. Aber warum machst du da mit? Ich? Ja. Ja, ich weiss auch nicht, der Zeitvertrieb. Oder weil er Frauen dabei hat, drum. Ja, ja, genau, das könnte schon nicht sein. Warum die Frauen? Frauen haben wir zum Mahlen, dann müssen wir nicht selber mahlen. Der Ecke ist genau da, oder? Und dann schaut nur noch so viel raus. Ich würde nur die Hälfte von dieser Bande Gras machen. Nur die Hälfte. Und nachher auf den Stuhl schauen, das Gräsli, weißt du? In die Farbe vom Schlussalter, denke ich. Weil sonst ist es so abgeschnitten dort. Aber. Ja, gut, das Foto. Es ist jetzt einfach. Und darauf an, welche Farbe das jetzt braucht. Und nur noch das Auto, aber nur so einen Streifen rundum, oder? Also, so viel braucht es nicht. Du hast so als Chefin jetzt so gesagt, Frauen brauchen wir zum Malen. Jetzt sehe ich, du bringst Ideen. Ja, nein. Hä? Ich glaube fast. Ja, ihr bringt Männer auf die Sprünge. Das darf jeder eine Idee bringen. Eben, gell? Wir sind etwa 19 Stück und dann muss man aus 19 Ideen eine machen. Das ist super, ne? Ja. Aber das ist das Schöne daran, oder? Hoi, hoi, hoi. Jetzt mischst du noch, hä? Ja. Wenn wir eben schönes Hellgrün anbringen, ja. Dass wir nachher das Gras, also wir machen draussen dran Blumen und Gras. Und nachher müssen wir mit dunklen Gräsern und helleren Gräsern noch arbeiten. Und darum müssen wir jetzt die Grundfarbe mischen zuerst. Hier ist noch Es ist zwar eben nicht schwarz. Nein, es ist Scheibe. Genau, ja, aber gut hier, hä? Was gibt das? Was gibt es? Solarpanel. Solarpanel? Ja. Hoi, hoi. Seit 100 Jahren vier. Letzte Abend bin ich fast verhungert. Ich habe gedacht, nein, das geht nicht. Ich habe mich so gefreut auf einen Mittag. Bist du vorher nicht zufrieden mit der Farbe? Nein, sie war zu dünn gemischt. Darum habe ich jetzt nämlich ein bisschen Farbe reingetan. Jetzt hoffe ich, dass es deckend ist. Valerie? Schön wäre es, dann würde ich rauskommen. Was läuft das mit der Schreinerei? Jetzt am Abend oder am Tag? Ja, über die Fasnacht vielleicht am Abend, ja. Also mehr Lärm ist sicher. Ja. Ausser Maschine laufen. Schau mal, wie wunderbar. Ja, aber der ist mir auch nicht gut. Ich glaube, der ist noch gut, weil er schon quasi kaputt ist. Dann müssen wir halt die Linie mit der anderen. Machen wir zuerst die Linie. Was gibt denn das?
Was gibt es, Nathalie? Was gibt es, Riesen? Nein, eine Solarzelle. Es gibt Solarzelle. Ein Solarpanel. Ein Solarpanel, genau, ja. Super, hey. Ja, aber weißt du, da kommt ja die Welle dann raus, oder? Ja. Mhm. Also da hast du hast jetzt da oben, oder? Ja, aber wir können mal... Ja, aber ich kann den einfach nicht mehr runterzogen. Wir können auch so rauf machen. Und dann kommt die Welle raus und die Motoren stürmen wo wir herren, oder? Genau. Oder? Der ist eben dann auf dem Bödeli, weißt du? Genau. Drei... Ist das die Grundfläche ja, von dem ja. Bödeli da eigentlich da oben? Nein, das ist schon 40 auf 40 müsste das sein. Ist das 40 auf 40? Ja. Ja, KCC hat weiter umgetüftelt und ich bin schnell wieder gegangen zu den Gügel. Vom Elektromobil jetzt zu einer S-Bahn oder so etwas Ähnliches. Wie lange magst du heben? Ja, bis es fertig ist. Gut. Also bis zum 23. Bis zum 1. Mittwoch. Ja, gut. Ist das gut? Ja, 1. Mittwoch geht. Wir sind jetzt von allen Gruppen die einzigen Männer, die malen. Schon? Ja. Ja. Haben wir keine Frauen gefunden? He? Was? Haben wir keine Frauen gefunden? Nein. Das Gefühl, wir können nicht besser. Ich will einen Zauberwagen machen. Ja, aha. Nein, Frau. Ja, ein Mädchenwagen. Ja, ein Mädchenwagen. Ja, total nur für Männer. Bist du der Küchenchef? Ja, man sagt's. Also da wird hier noch getrunken und gegessen? Da wird noch getrunken und gegessen, ja. Genau. Das ist so ein bisschen unser Lager. Du, warum machen die das überhaupt? Was essen und trinken? Nein, das ist die ganze Arbeit. Für 3 Stunden Umzug. Ja, das ist Tradition. Das gehört das auch dazu. Das gehört zur Wallenstadt. Das ist... Das muss so sein. Hier reinschrauben also, und dann mit dem Powertex noch einmal drüber. Nicht, dass die 3 Schnurren heute, oder? Plan haben wir von der Stadlerei. Hoi, hoi! Ja, ja. Als Prüfolo, gell? Ja, sicher. Also Sauva-konform oder Sauva-konform? Sauva-konform. Gell, und mehr reden können wir dieses Jahr? Weißt du, das war in der Tappenzelle, da können wir viel reden. Oder? Ja, der Dialekt war ein bisschen schwierig. Eben, gell? Ja, ja, das hat gedrückt. Ja.
Das ist nur jetzt das Dach an, oder? Das muss doch. Vom letzten Jahr, ne? Ja, sicher. Ja, oder noch mehr. Oder noch mehr, ne? Der Umwelt zu lieb. Bis zum Spickel raus. Auf welcher Höchstgeschwindigkeit hat er das Vehikel ausgeleitet? Ja, vielleicht 5 Stundenkilometer. Aha. Mehr können wir nicht. Also mehr dürfen wir nicht. Und das Angebot von Stadlerei ist schon gekommen? Nein, das ist der Prototyp. Aha, okay. Jetzt bündig. Und hier oben. Da ist gut. Du hast schon einen Matterhorn gesehen, ja? Ich schon, ja. Gell? Thank you.
Du, aber apropos Matterhorn, was ist für Flüchter an der Umtrieb? Da oder in der Händlerhütte? Ja, da ist schon schön. Gell? Das ist ein riesiges Huren-Zeug. Und unter Japaner und Chinesen nachher, hä? Ja, es kommt darauf an, auf die Jahreszeit, ja. Das Bier ist vielleicht noch weg, bevor es Abend geht. Ja, an der Seite, dort kannst du auch nageln, ja. Nein, zwei. Du bist eine Frau? Schon? Kein Verkleid. Nicht gewusst. Ja, und ihr macht uns einen Besuch? Jawohl. Hä? Super. Das machen immer, gell? So als gesellschaftliche Pflege. Gehen zu den Leuten vorbei. Ja? Genau. Selber? Was machen wir selber so? Auch noch irgendetwas, einen Wagen, irgendetwas? Ja, wir gehen miteinander. Nein! Was? Ja. Auf Männerjagd, oder was? Ja, genau. Ja. Also Sie? Ja, hallo! Lange. Lange? Ja, dann fang von oben an, schrauben. Du, bist du zufrieden mit den Leuten? Du als Profi und Chef? Ja, die sind tipptopp. Oh, das ist so original ein Scheissdreck gegen uns, gell? Ja, grösser. Gell, viel grösser. Und schneller, windschlüpfriger. Ja, kommt dann raus.